In diesem kurzen Video erfährst du, wie du ganz einfach und schnell deine WordPress-Website SSL verschlüsseln kannst bzw. auf HTTPS umstellen kannst. Egal, ob du gerade erst eine neue Seite erstellst oder ob du bereits eine bestehende Website hast. Mein Name ist Frederik Vogt und fast jede meiner WordPress-Websites ist HTTPS verschlüsselt und du solltest deine Website auch unbedingt auf HTTPS umstellen, denn sobald du personenbezogene Daten beziehst, wie zum Beispiel über ein Kontaktformular oder ein E-Mail-Opt-in, muss deine Website auf HTTPS umgestellt sein. Ja? Zudem mag das Google sehr, denn Google bevorzugt Websites, die SSL verschlüsselt sind und zeigt die generell weiter oben in den Suchergebnissen an. Nach diesem Video kannst du in etwa ungefähr 5 Minuten deine Website auf HTTPS umstellen. Ich zeige dir alles live am Bildschirm anhand des Webhostes All Inkles. Wenn du also da Bock drauf hast, ich habe mega Bock drauf, dir das jetzt zu zeigen, dann sehen wir beide uns direkt nach dem Intro. Los geht's! Sehr cool, dass du dran geblieben bist, dass du die Zeit nimmst, das jetzt umzusetzen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Also als erstes zeige ich dir, wie du das Let's Encrypt-Zertifikat bekommen kannst. Das benötigen wir, um unsere Website kostenlos SSL zu verschlüsseln. Und dann zeige ich dir, wie du ganz einfach WordPress auf HTTPS umstellst. Danach gibt es noch einen Bonus für all die Leute, die eine bestehende Website haben, die momentan noch auf HTTP ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Bonus, Dinge, die du nach der Verschlüsselung unbedingt beachten musst. Wenn du es cool findest, dass ich dir das jetzt hier zeige, dann gib dem Video mal einen kräftigen Daumen nach oben. Und für bessere Websites, viele Besucher, mehr WordPress-Erfolg, klicke jetzt auf den roten Abonnieren-Button unterhalb des Videos. Mach aber nur, wenn du es wirklich willst. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt mal direkt los. Ich zeige dir das Ganze jetzt live anhand des Webhosters All Inkles. Was wir als erstes hier machen müssen, ist zum Bereich Kunden-Login zu gehen und hier uns im Kundenadministrationssystem anzumelden. Ja, dann meldest du dich jetzt einfach an und landest dann eben hier auf dieser Seite. Das ist jetzt ein Test-Account von mir. Und dort findest du den Punkt Domain. Ja, da wirst du eben deine Internetadresse vorfinden können. Vielleicht hast du auch mehrere. Und die, wo wir jetzt hier finden, die ist schon SSL verschlüsselt. Ja, weil da ist so ein Schloss da dran. Was du jetzt im nächsten Schritt machen musst, ist bei deiner Domain, wo noch nicht dieses Schloss hier dran ist, ganz einfach mal hier auf dieses Blatt Papier zu klicken, auf diesen Bearbeiten-Button hier, ja, da drauf zu klicken. Dann landest du auf dieser Seite. Ich werde dir das Ganze anhand von einer Subdomain zeigen. Ja, das ist im Endeffekt genau dasselbe, wie wenn du jetzt hier bei Domain bist, ja, nur dass es halt eben eine Subdomain ist, also ganz easy. Ich werde es anhand dieser Domain zeigen, weil die ist zum Beispiel noch nicht SSL verschlüsselt. Und du machst einfach alles nach bei deiner Domain. Ganz easy, ja? So, wir wählen jetzt also hier die aus, klicken auf diesen Bearbeiten-Button und finden dann hier den Punkt SSL-Schutz vor. Da klicken wir dann ganz einfach auf Bearbeiten, ja? Und können jetzt hier das kostenlose Let's Encrypt-Zertifikat beziehen. Ja? Das ist meines Wissens nach nur kostenlos bei All Inkle, wenn du mindestens den Webhosting-Tarif All Inkle Private Plus hast. Ja, dann ist das kostenlos, dann wirst du das auch hervorfinden. Wenn du Private hast, dann empfehle ich dir, entweder auf Private Plus abzugraden. Ja, das kostet auch nicht viel mehr, das kostet vielleicht 3 Euro mehr im Monat oder so. Aber für bessere Rankings alleine deshalb wird es sich vielleicht schon auszahlen. Angenommen, du willst jetzt nicht upgraden auf Private Plus, dann gibt es meines Wissens nach noch die Möglichkeit, dass du dich einfach mit deinem Private Account in der Members Area anmeldest, ne, hier bei Kundenlogin, Members Area, hier. Dann landest du hier auf dieser Seite und dann findest du den Punkt SSL-Zertifikat vor. Da klickst du dann ganz einfach drauf und dann kannst du eben das SSL-Zertifikat oder das Let's Encrypt-Zertifikat, so heißt das, beantragen. Ja? Und dann wirst du eben hier Let's Encrypt vorfinden und kannst hier den Haken reinmachen und dann jetzt ein Let's Encrypt-Zertifikat beziehen und einbinden klicken. Ja, dann klickst du einfach auf diesen Button. So, das kann jetzt ganz kurz dauern ein bisschen. Und ja, dann wird eben schon dieses kostenlose Let's Encrypt-Zertifikat ja, eingebunden, sag ich mal. Das brauchen wir halt unbedingt. So, und jetzt ist eben auch schon SSL aktiviert. Jetzt nächste wichtige Sache, die du machst, ist hier mal SSL erzwingen, da bei Ja, ja, das auf Ja zu stellen. SSL erzwingen auf Ja zu stellen. So. Das andere lässt du auf Nein, ja, dieses HSTS. Ja. Dann klickst du auf Änderungen speichern. So.
Perfekt. So, jetzt im nächsten Schritt gehen wir in WordPress rein. Und wie gesagt, stellen jetzt WordPress auf HTTPS um. Dafür gehen wir in Einstellungen und dann ganz einfach auf Allgemein. Ja? So, jetzt hat es uns rausgekickt. Das kann passieren bei der HTTPS-Umstellung. Du siehst, hier oben ist es auch schon grün. Ja? Auf einigen Seiten wird es wahrscheinlich aber noch nicht grün sein, sag ich mal. So, jetzt melde ich mich hier mal kurz an wieder. Und genau, Einstellungen allgemein, da gehen wir jetzt hin und machen hier bei WordPress-Adresse URL hinter HTTP das S hin, ja, HTTPS. Und Website-Adresse URL machen wir auch daraus HTTPS. So, perfekt. Jetzt klicken wir auf Änderungen speichern. Jetzt haut es mich wahrscheinlich gleich wieder raus. Ja, genau. Frederik Vogt habe ich mich da genannt. Und so, wir loggen uns wieder ein. So, super. Wenn du deine Website gerade erst erstellt hast und noch keine Inhalte auf WordPress hast, hochgeladen hast, sag ich mal, dann sehr gut, dann bist du im Endeffekt hier schon fertig damit, kann man jetzt sagen. Wenn du deine Website aber bereits seit langer Zeit erstellt hast und da schon einige Inhalte drauf sind, dann ganz wichtig, dann sieh dir unbedingt jetzt den folgenden Teil an, der jetzt kommt. Häufig ist es so, dass du wahrscheinlich Seiten hast, dass auf manchen Seiten, wenn du das so jetzt gemacht hast, wie ich dir gerade gezeigt habe, dass auf manchen Seiten dieses Schloss vorhanden ist, aber auf manchen anderen hier zwar HTTPS dran steht, aber da immer noch das I drauf ist und die, ja, hier dran steht, die Verbindung zu dieser Website ist nicht uneingeschränkt sicher. Genau. Das liegt einfach daran, dass du zum Beispiel noch alte Dateien hier auf deiner Website hast, die du zum Beispiel in der Mediathek unter HTTP hochgeladen hast und die noch nicht HTTPS verschlüsselt sind. So, wie kannst du das jetzt ändern, ja, dass hier auch diese Seite zum Beispiel auf HTTPS umgestellt ist? Ganz einfach. Dafür gibt es das Plugin, ja, Better Search Replace, das wir jetzt mal ganz kurz installieren werden. Und da gebe ich jetzt mal hier in die Plugin-Suche ein, Better Search Replace. Genau, und das hier ist es. Dieses Plugin ist sehr, sehr mächtig. Da klicken wir jetzt mal auf Jetzt installieren und dürfen dann ganz kurz warten, bis das Ganze installiert ist. Perfekt, wir klicken nur noch auf Aktivieren. So, sehr gut. Und dann finden wir jetzt hier bei Werkzeuge den Punkt Better Search Replace. So, sobald wir jetzt hier bei Plugin Better Search Replace sind, geben wir da jetzt ein bei Suche nach unsere Website und zwar mit HTTP, ja, unsere URL mit HTTP. So, und ersetze durch, da fügen wir jetzt unsere URL mit HTTPS ein. So, und jetzt markieren wir bei Tabelle auswählen, eben hier alle Tabellen und können jetzt dann mal auf Suchen und Ersetzen starten klicken. Ja, das wäre jetzt ein Testlauf. Das ist jetzt erstmal ein Testlauf, weil hier noch der Haken bei Testlauf drin ist. Ja, und das sieht jetzt, hey, genau, eine Tabellenzelle wurde gefunden, die aktualisiert werden sollte. Den Testlauf kannst du einfach machen, um alles mal zu testen, ob auch alles klappt. So, und jetzt machen wir jetzt im zweiten Schritt hier mal den Haken raus und eben ersetzen das Ganze. So, was hat das Plugin jetzt also gemacht? Das Plugin hat alle Dateien, in denen eben hier http://, unsere URL drin vorkommt, mit https://, unsere URL ersetzt. Und jetzt sollte bei den meisten Websites da draußen oder bei den meisten Leuten, die das Video jetzt hier anschauen, unsere Website eben vollständig funktionieren, auf HTTPS umgestellt sein. Ja? Du siehst unsere Startseite, ja, die hat ja vorher schon funktioniert. Diese Testseite, die wird jetzt wahrscheinlich immer noch nicht funktionieren, genau. Ja, die funktioniert immer noch nicht, aber im Endeffekt würden jetzt erstmal alle anderen Seiten hier funktionieren, ja, die wir jetzt hier haben. Ja, auch die Hello World Seite, auch die ist jetzt vollständig verschlüsselt. So, wie gesagt, es gibt manchmal Fälle wie diesen hier, dass hier oben immer noch kein grünes Schloss dran ist. Was machst du dann ganz einfach? Du machst Rechtsklick, wenn du in Chrome bist, und klickst dann hier auf Untersuchen. Ja, so, und dann klickst du einfach auf Console und dann wird dir hier dieser Fehler angezeigt. Mixed Content, da steht einfach dran, bla bla bla, die Seite wird über HTTPS geladen, aber hier ist ein Bild auf dieser Seite, das auf HTTP ist und nicht auf HTTPS. Und zwar dieses Bild hier. Wieso hat das jetzt nicht gerade ersetzt, obwohl wir doch hier mit Better Search Replace, ja, alle Dateien, die auf HTTP sind,
auf HTTPS umgestellt haben. Wieso hat das nicht ersetzt? Ganz einfach, dieses Bild habe ich von extern von einer anderen Seite eingebettet, ja. Also das heißt, das Bild kommt von einer Seite, ja, das habe ich, ja, die eben nicht HTTPS verschlüsselt ist. Genau. Und dann müssen wir eben ganz einfach zum Beispiel dieses Bild entfernen, dann wird das Ganze jetzt hier funktionieren und dieses Bild zum Beispiel selber hier hochladen auf unserer Seite. Sehr gut, also wenn du das gemacht hast, dann hast du es im Endeffekt fast geschafft. Jetzt gibt es noch ein paar wichtige Punkte zu beachten. Ich habe dir auch in der PowerPoint vorher gezeigt, hey, ja, Bonus, diese Dinge unbedingt beachten. Und zwar, wenn du deine Website in der Search-Konsole von Google angemeldet hast, was ich dir dringend empfehle, dann ist es jetzt ganz wichtig, dass du in der Search Console die HTTPS-Variante auch als Property anlegst. Und zwar einmal mit www und einmal ohne www. Ja, in der Search Console. Ja, wenn du die Search Console verwendest, dann weißt du, was ich damit meine. So, nächster wichtiger Punkt. Wenn du zum Beispiel von Social Media, von YouTube aus auf deine Website verlinkst, dann empfehle ich dir auch dort, per HTTPS auf deine Website, also die alten Links auf HTTPS umzustellen. Nächste weitere wichtige Sache, die ich dir noch empfehle, die auch nochmal mit der Google Search Console zusammenhängt, aktualisiere dort am besten deine XML Sitemap. Ja? Ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel Yoast SEO benutzt, dann kannst du da ganz einfach deine Sitemap aktualisieren. Genau, was gibt es sonst noch? Genau, Google Analytics, wenn du Google Analytics verwendest, dort kannst du auch deine Website, ja, deine Property, die du dort angelegt hast, auf HTTPS umstellen, ja, deine Domain. Dass sie einstellen, dass sie jetzt eben HTTPS verschlüsselt ist. So, ich hoffe, ich konnte dir jetzt helfen mit diesem Video. Wenn das der Fall war, dann darfst du das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Das fände ich richtig, richtig cool, wenn die Arbeit hier unterstützt. Und weitere coole Inhalte und Links, ja, findest du in der Infobox. Unbedingt mal abchecken unterhalb des Videos, in der Videobeschreibung die Links mal abchecken. Und ja, wir sehen uns jetzt direkt auf der Endcard, wo es noch ein paar coole Dinge für dich gibt. Ich würde sagen, wir sehen uns dort. Hau rein. Like jetzt das Video, wenn es dir geholfen hat und teile es mit deinen Freunden. Abonniere jetzt unseren Kanal für bessere Websites, viele Besucher und mehr WordPress-Erfolg. Stelle zudem sicher, dass du dir dein Gratis-Geschenk geholt hast. Links unten findest du ein weiteres spannendes Video. Rechts unten gibt es unser neuestes Video. Wir beide sehen uns gleich im nächsten Video. Ich wünsche dir maximalen WordPress-Erfolg.